So, in der letzten Folge haben wir die Zellen leer geräumt. Besser gesagt, eine Zelle, wo ein Sack drin war. Und in dem Sack war ein Schlüssel. Der jetzt hoffentlich für die Tür da, glaube ich, ist. Denn ich will nicht zu den Legionären. Die waren mir doch ein wenig zu hart. Die drei, vier Stücke, das da drin waren. Och nö, wir brauchen noch einen Schlüssel. Und der ist jetzt garantiert bei den Legionären. Können wir nirgendwo irgendwas anklicken? Schade. Na gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir können da nicht lang, weil hier kein Schalter ist, um die Tür aufzumachen. Hier unten ist eine Zelle, die wir nicht öffnen können. Da ist auch eine Zelle, die wir nicht öffnen können. Hier war der Secret mit dem Helm. Und sonst ist hier nicht mehr wirklich viel. Da ist ein Teleporter, der uns nach oben zu den anderen Zellen bringt. Und hier war, glaube ich, nur eine Fallgrube von oben runter. Samt Teleporter wieder nach oben. Ach ja, und der Raum, wo wir vorletzte Folge drin waren und wo wir nichts gefunden haben, das war der Raum, wo wir ganz am Anfang mal runtergepurzelt sind. Und wo ich gesagt habe, den werden wir bestimmt später nochmal wiederfinden. Ja, ist mir auch so im Nachhinein aufgefallen. Aber gut, ich versuche noch einmal ganz kurz bei den Schnecken irgendwie die Tür aufzubekommen. Auch wenn mir da nicht wirklich viele Möglichkeiten bleiben. Komm, geh weg. Wurfwaffen gingen nicht durch, Zauber ging auch nicht durch, Schwerter schlagen einfach nur gegen. Im Dunkeln geht die Tür auch nicht auf. Keine Waffen erlaubt. Also ich könnte die Waffe einfach mal weglegen, aber ich glaube nicht, dass das Spiel sowas erkennt. Na, einfach alle Hände leer. Nö, hat nichts verändert. Außer, dass wir keine Waffen mehr haben. Einen Stab in die Hand. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Wir könnten versuchen, weiter hier wahllos irgendwelche Steine zu drücken, aber bisher waren die relativ offensichtlich. Und wir hatten die Wände alle schon mal abgeguckt. Was ist mit der Wand da? Die sieht mir schon komisch aus. Und die Druckplatten waren nur für die Tür hier, richtig? Richtig. Das war eine der Zellen, wo nichts drin war. Und das war der Secret, wo auf dem Boden die Giftpfeile lagen. Nee. Mir fällt echt nichts anderes ein. Wir müssen wohl die Legionäre töten. Oder ein, zweimal von ihnen getötet werden, bis ich rausfinde, wie wir sie schneller töten können. Als sie uns töten können. So, wo ist der Raum, der unser Verderben einläuten wird? Hier. Oh, was macht denn der Knopf? Der macht die Tür auf und zu. Ha, schade, dass man die Gruppe nicht aufteilen kann. Da würde ich einen Charakter hier lassen, den Knopf drücken und wir können nachher wieder raus. Aber gut, wir speichern einfach mal über den letzten Speicherstand rüber. Und mein Plan ist jetzt, Zauber vorzubereiten. Und sobald sich eine von den Wänden öffnet, stellen wir uns sofort dem Legionär im Weg. Wenn sich eine öffnet, gut. So, und wir werden keinen Schritt weichen. Du kommst nicht vorbei. Außer unsere Minotaure kippt gleich tot um. Oh, und ich höre das nächste schon rattern. Das ist irgendwo ist gerade eine Wand aufgegangen. Ja, so klappt das nicht, aber hier ist ein Schalter. Ja, schön, dass da ein Schalter ist. Aber ich habe etwas Richtiges dazu gelernt. Ich lade jetzt einfach mal neu. Wir können uns einfach in einen von den Nischen verbunkern. Und so müssen wir immer nur gegen einen gleichzeitig kämpfen.
Was wahrscheinlich aber immer noch zu viel ist für uns. Aber das werden wir gleich sehen müssen. So. Also, nochmal das Ganze. Wir locken jetzt einen raus. Da geht's auf. Wir haben keinen Zauber vorbereitet, das ist nicht gut. So, Gift lasse ich jetzt einfach mal. Weil Gift macht null Schaden bei denen. Inzwischen verklicken wir den Schalter, gucken, was der denn macht. So, kaputt. Nächster Schalter. Und er versperrt den Weg. Mist. Aber soweit läuft es ganz gut. Also ich habe jetzt vor, sobald er hier tot ist, zum nächsten Raum rüber zu laufen und da auch den Schalter zu drücken. In der Hoffnung, dass dann die Tür nach draußen wieder aufgeht. Wir weglaufen können. Keine Energie mehr. Nein. Dass wir weglaufen können, um dann zu schlafen, wiederzukommen und dann hoffentlich... Ach gut, er ist tot. Ja, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Zu. Um rauszugehen, zu schlafen und später wiederzukommen, um den letzten Legionär umzubringen. Und das war viel zu knapp. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass der schwierige Schwierigkeitsgrad das echt in sich hat. Aber es macht das wesentlich interessanter. Also für euch wahrscheinlich auch, aber auch für mich. Also ich bin hier echt am rumzippeln. So, er regeneriert nicht ganz so schnell. Gut, so. Alle voll. Fackel in die Hand. Feuerball bereit. Auf, auf. So, komm raus da. Oh ja, jetzt kannst du schön laufen. Jetzt haben wir schön viel Platz. Ups. Ja, wir haben schön viel Platz, um gegen die Ecke zu laufen. Na komm, ein Feuerball wird es noch sein. Oh, und ein paar Schläge. So, ich glaube, ich höre langsam auf, die Schilde und die Speere einzusammeln. Denn irgendwann wird das Inventar doch zu voll. Und sollten wir irgendwann wirklich mal einen Händler treffen, können wir immer noch hierher zurückgehen und Sachen aufsammeln. So, hier sind nur Speer und Schild. Da auch. Hier haben wir ein Gewand, also ein Umhang, der bei ihm nicht wirklich viel bringt, weil er hat Evasion schon negativ. Ich denke nicht, dass negativ viel Unterschied macht. Er hat schon einen, dann kann unser Feuermagier... Manu? Hat unser Feuermagier das gleich angezogen? Nein. So. Was haben wir hier? Eine Knochenkette. Macht gar nichts. Ein primitives Amulett, gemacht aus den Knochen, die zusammengebunden sind mit einem Stück Faden. Okay. Vielleicht können wir später ja auch noch Sachen verzaubern. Das wäre allgemein ganz schick. Also Alchemie habe ich ja schon mal angedeutet, dass das geben könnte, weil ich ja die Kräuter gefunden habe. Aber wenn es auch noch Schmieden geben könnte und oder geben würde und ähnliche Trade-Skills in Anführungszeichen, das wäre richtig cool. So, was haben wir hier? Eisshards. Feuer und Eis ist eher hier. Ups, wo habe ich jetzt die Schriftrolle hingetan? Zu ihm? Nein, er soll die nicht haben. Er soll die haben. Also das Symbol unten links und das Symbol unten rechts wäre Eisshards. Probieren wir es nochmal aus. Drei Punkte in Eis müssten wir haben. Das da und das da. Hm, okay. Also falls wir mal auf Gegner treffen, die wir mit dem Feuerball nicht bekämpfen können, nehmen wir einfach die Eisshards. So, aber haben wir hier unten gefunden, was wir gesucht haben? Wir haben eigentlich einen Schlüssel gesucht. Ich habe aber keinen Schlüssel gefunden bisher. Und ohne den Schlüssel kommen wir da nicht wirklich weiter. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen genauer um. Ich klicke mal alle Wände ab, gucke, ob da irgendwo ein Kratzer ist, der nicht da sein sollte.
Das da unten ist das einzig Ungewöhnliche hier, aber da kann man auch nichts rausholen. Huh. Also hätten wir vielleicht doch gar nicht in diese Falle hier tappen müssen. Und ich höre Schnecken im Hintergrund hin und her schleimen. Aber das werden die sein aus dem Raum, wo wir nicht rankommen. Die machen nur das Tor auf und zu. Na gut. Dann müssen wir wohl doch bei den Schnecken irgendwie weiter. Wir hätten das Ganze jetzt nicht machen müssen. Also, Schnecki, Schnecki. Wo seid ihr? Ihr wart hier. Wir haben auch ganz sicher keinen Schlüssel aufgehoben. Nee. 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 Also wir können jetzt versuchen, die Eisstacheln durch die Gitterstäbe zu zaubern, aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass kein einziger Zauber da durchpasst. Ja, wie kommen wir hier rein? Es gibt keinen Schalter, es gibt kein Schlüsselloch. Oh, keine Waffen erlaubt, hat das Ding gesagt. Also müssen wir unsere Waffe vielleicht... Haha! Da reinlegen. Ach ja, da hätte ich auch ein bisschen früher drauf kommen können, weil das ja halt so eine Nische gewesen. Die wird da nicht ohne Grund sein. Und wir sind gerade mitten in die Giftwolke gelaufen. So. Schön. Also ja, die Legionäre hätten wir nicht machen müssen, aber es waren gute Erfahrungspunkte und wir haben noch ein, zwei Gegenstände gefunden. Und wir legen dir jetzt eine Waffe rauf, die wir nicht brauchen. So. Was haben wir denn da? Wir haben einen Schlüssel, den werden wir gleich brauchen. Wir haben einen Pilz. Und noch einen Stein. Und wir haben noch keinen einzigen Schädel gefunden. Das finde ich irgendwie schade. Die sehen doch aus wie die Elfenschuhe aus Dungeon Master. Spitze Schuhe. Und sie machen... Geschicklichkeit plus 1 und Schutz plus 1. Na gut, sieht zwar ein bisschen albern aus, so ein Minotaure mit spitzen grünen Elfenschuhen, aber gut. So, auf zu Schloss Nummer 2. Mit Schlüssel Nummer 2. Und hier haben wir so einen blauen Kristall, der uns heilt und automatisch abspeichert. Hier brauchen wir zwei Schlüssel. Wahrscheinlich ein Schlüssel hier hinter sein und ein Schlüssel dahinter. Na gut, klicken wir einmal drauf. Und es ist wirklich eine Komplettheilung. Ha. Und ich habe hier immer noch den Verdacht, dass da auch die Toten wieder auferstanden werden. Weswegen wir es nicht unbedingt jedes Mal drücken sollten, wenn wir es finden. Nur für den Fall, dass wir jetzt mal sterben und ein neues Leben brauchen. Aber gut, das werden wir später testen müssen. Erstmal gucken wir einfach hier lang. Und wir haben gleich einen Teleporter. Das ist dann jetzt mal B. Und B bringt uns sofort einen Schritt zurück. Ich versuche es mal schneller durchzulaufen. Schneller laufen bringt nichts. Wie schaut es mit einem Stein aus? Wir sollten einen Schritt zurück machen, denn der Stein wird gleich hier wieder auftauchen. Ha. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass der Stein fliegt, in den Teleporter kommt, hier wieder rauskommt und wieder versucht in die Richtung zu fliegen. Aber er ist reingeflogen und wieder zurückgegangen. Rückwärts? Seitwärts? Nein. Oh. Ah, da müssen wir schnell sein. Also ich drücke jetzt drauf und laufe ganz schnell nach hinten.
sauber. Hier sind auch keine versteckten Schalter mehr. Na gut, aber wir speichern das dann wieder ab. Die Folge ist schon wieder rum. Bekommen das gar nicht so richtig mit. Gut, dass ich meine Uhr habe. Also LP 007 und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.